So Leute, damit willkommen zum neuen Video. Wir sind in einer etwas anderen Umgebung als sonst, würde ich behaupten. Wir sind hier im Ladescreen von Minecraft, okay? Ihr seht es vielleicht unten links gerade auch schon. Wir sind in der 1.15.2. Ich wurde nämlich von einem Zuschauer daran erinnert. Digga, es ist Replay-Mod für die 1.15.2 drauf. Und ich kann ja mit der Pre-Version von Optifine auch schon die 1.15 starten. Und wie ihr seht, war ich hier schon mal auf der Welt. Hab nur kurz geguckt, ob die Welt ordentlich lädt, ob die Kisten voll sind, ob im Nether die Welt auch ordentlich geladen wird und da nichts verloren geht. Und ja, wir sind jetzt offiziell auf der 1.15.2. Ich war, seitdem ich den Test-Join gemacht habe, nicht mehr auf der Welt, weil ich das dann erstmal mit euch zusammen machen wollte, so gucken wollte, yo, was ist hier neu, weil ich habe nur ein paar Tutorials schon gesehen, was so in der 1.15.2 abgeht, aber so richtig bin ich ja auch nicht drin. Okay, aber was man direkt sagen muss, warum auch immer habe ich gerade stabile 40 FPS, Alter, keine Ahnung warum. Ja, keine Ahnung woran das liegt, das wird bestimmt besser. Was man auf jeden Fall schon mal sieht, das ist mir schon beim Test-Join aufgefallen, die Eisengolems haben jetzt diese kaputte Struktur, weil sie halt schon ein bisschen angeschlagen sind und mit Eisenbahn kann man die jetzt reparieren, Alter. Und dann sind die im Prinzip wieder voll geheilt und können hier ganz fleißig Zombies umlegen. Was, denke ich, noch in der 1.15 dazugekommen ist, ist das Lagerfeuer einmal. Und auch verschiedenste neue Blöcke ist ja immer irgendwie da dabei. Ja, hier Lagerfeuer kann man sich jetzt craften. Außerdem gibt es jetzt Bienen und Bienenblöcke. Was mir aufgefallen ist, was echt ein Vorteil ist, was auch meine Frage aus dem letzten Nether-Video beantwortet. Weil ich mich gefragt habe, yo, warum kommen wir denn, wenn wir in das Nether-Portal gehen, nicht oben über dem Nether raus. Ich bin ja jetzt schon mal testweise in den Nether gegangen und wie man jetzt sieht, es funktioniert. Wir kommen jetzt immer über dem Nether raus und nicht mehr unten, was echt mega gut ist, weil ich wollte ja hier oben dann so eine moderne Welt bauen, in Anführungszeichen, und das können wir halt jetzt machen. Eigentlich perfekt, dass es jetzt in der 1.15 möglich ist. Aber dadurch, dass ich auf der 1.15.2 jetzt war, wollte ich nicht vor euch schon joinen und hier ein bisschen AFK stehen oder so. Habe ich auch gar nicht gemacht, weil ich das halt alles mit euch zusammen machen wollte in der Zeit. Und deswegen habe ich auch noch nicht die Schalkerkisten aussortiert. Aber wisst ihr, anstatt ich irgendwann mal ein Lagersystem baue, nein, ich mache es immer wieder per Hand. Ich räume die Scheiße immer wieder per Hand aus. Einfach nur anstrengend. Aber wir haben es dann doch geschafft, Alter. Ich hoffe, der Schnitt hat jetzt so gewirkt, wie ich es wollte. Ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit gerade alles sortiert. Und jetzt können wir eigentlich zum Hauptpunkt kommen, der heute angesagt ist. Denn, wie ihr wisst, habe ich heute nur eine Sache vor und das ist mit den Villagern traden. Tatsächlich hat mir ein Zuschauer gesagt, dass in den Folgeversionen die Farmen nicht mehr funktionieren. Aber sie funktionieren noch. Also hier wird weiterhin Bambus produziert. Also guckt da, sieht man das gerade ganz gut. Wir müssen es jetzt alles in Schalkerkisten umlagern, es hochtransportieren, dann dieses Tool machen, dass man im Prinzip diese Sticks Villager bekommt. Und dann wird einfach nur noch gehandelt, wenn ganz, ganz viele Villager davon machen, weil wir haben ja auch sonst wie viel Stuff, den man da vertraden kann. Also ich denke mal, um die 11, 12 Villager will ich eigentlich machen, die nur mit Sticks traden. Und dann schauen wir mal, wie viele Emeralds wir heute zusammenbekommen. Ach Leute, ich bin momentan in einem richtigen Zwiespalt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Eigentlich muss ich sagen, bin ich kein Mensch, der irgendwie groß rummimimi, da ich halte auch eigentlich nicht viel von, wenn man so sagt, ja, ach, mein Leben ist so anstrengend und so scheiße, Hilfe so mäßig auf denen. Aber momentan, wirklich, ich habe das Gefühl, egal was ich mache, irgendjemand ist immer wütend oder enttäuscht oder was weiß ich, wisst ihr? Ich bin ja, wie ihr wisst, viel am Machen, jetzt auch schon mit meinem Alter tatsächlich. Guck, wie das mit meinen Zeichnungen alles vorangeht, will da auch Pullis drucken. Hab da auch tatsächlich schon was in der Hinterhand, aber das kommt dann erst jetzt bald mit der Zeit, weil ich da noch einige Sachen für vorbereite, aber wenn es kommt, dann, ich denke, das wird echt geil. Also ich finde es nice, was ich da am Ende doch erschaffen habe oder erschaffen, was ich da am Ende hinbekommen habe. Mal gucken, wie es dann ankommt, aber das ist ganz, ganz großes Zukunftsgequatsche. Mir geht es eigentlich darum, dass ich immer, also wirklich immer, ich habe immer irgendwie zu wenig Zeit. Ich weiß nicht warum, aber guck mal, ich mache ja jetzt dieses YouTube-Ding und ich freue mich auch echt, dass dadurch, dass ich jetzt auch von der Schule freigestellt bin, ich hier eine Menge Zeit rein investieren kann und halt in einer Folge man auch einen richtigen Prozess erkennt. Da muss ich wirklich sagen, bin ich auch proud auf mich selbst, Alter, dass das wirklich so gut auch funktioniert und ich da auch von den Folgen am Ende, vom Schnitt her auch mich immer ein bisschen weiterentwickle und ich das auch selber unterhaltsam finde, muss ich sagen. Also ich feiere momentan die Folgen echt saukrank. Also hat man wahrscheinlich an der letzten Folge, wo ich hier geschwärmt habe, echt hart gemerkt. Außerdem zeichne ich halt mega viel und versuche es halt auch auf Pullover zu bringen. Beziehungsweise generell guckt, was ich mit den Zeichnungen, mit dem, was ich kann, im Prinzip anstellen kann. Ob ich damit vielleicht irgendwas bewirken kann oder so. Nur in der Richtung bin ich halt noch gar nicht irgendwie wirklich weit oder so. Das geht halt sehr langsam voran, weil ich halt viel hier für die Folgen mache. Dann, was dazu kommt, ist halt Schule einfach. Die Abschlussprüfungen, die jetzt kommen, mein Führer
Führerschein wiegt auch immer noch hart, vor allem die Angst davor, den zu verkacken. Ich weiß nicht warum. Bin eigentlich gar kein Mensch, der sich da wirklich viel Druck vorher macht. Aber vor allem beim Führerschein habe ich echt richtig groß Schiss, dass ich da einfach richtig reinkacke. Wisst ihr, wie ich meine? Und daher durch diese ganzen Sachen, die ich da versuche oder wo ich versuche mit in meinem eigenen Leben voranzukommen, was aus meinem Leben im Prinzip zu machen, mit den ganzen Sachen verschwindet halt auch Zeit. Ist ja klar, frisst alles Zeit. Alles, was man im Leben irgendwie macht, ist halt einfach mit Zeit verbunden. Die Zeit ist das Ding, was die Menschenleben beendet und beginnt, würde ich mal so sagen. Das, was ich halt da an Zeit rein investiere, kommt halt auch nicht wieder. Das ist halt dann Zeit, die weggeht. Da ist halt dann immer das Problem, also wirklich immer, egal was ich tue, immer ist mit der Zeit das Problem, dass irgendjemand, irgendeine Person sauer auf mich ist, enttäuscht ist oder sonst was, weil ich halt einfach sage, yo, ich mach gerade das und das und deswegen habe ich keine Zeit. Also immer ist irgendjemand sauer, wisst ihr? Nur die echten Freunde lassen dir dann halt auch mal einfach die Zeit, das durchzuziehen, was du davor hast. Oder sagen halt, yo, Digga, kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du da irgendwas oder wisst ihr, wie ich meine? Oder geben dir dann Feedback zu, gucken, was du machst und sagen nächstmäßig, ja, du hast keine Zeit für dich, fick dich, du Uhr und so auf den. Aber trotzdem habe ich echt oft, also sehr oft halt einfach die Zeit nicht und dann sind die Personen übel sauer auf mich und ich weiß, Alter, ich weiß echt nicht, was da abgeht, Jungs. Zumal ich halt wirklich sagen muss, ich bin ein Mensch, ich finde einfach, wenn jemand anderes mir sagt, yo, Digga, ich habe keine Zeit, des und deswegen, und der von mir aus 5 Wochen keine Zeit hat, dann sehe ich das doch erstmal nicht als schlimm an, weil ich weiß, dass da scheinbar irgendwas bei ihm abgeht, wofür er halt einfach seine Zeit braucht oder vielleicht hat er auch einfach keinen Bock auf mich. Aber das ist halt wirklich in den seltensten Fällen eigentlich, denke ich, der Fall generell so im Leben. Und dann sollte ich doch auch Verständnis dafür zeigen und vielleicht, wenn ich die Zeit habe oder wenn ich sage, yo, Digga, ich habe da Bock irgendwie mitzuhelfen, was auch immer, so ein bisschen zu sagen, yo, Digga, brauchst du da vielleicht Hilfe oder nicht? Und ich sag doch dann nicht, wenn ich einen Kumpel oder wirklich, wenn ich die Person mag, sage ich doch dann nicht, ja, beeil dich mal damit oder mach mal damit schneller oder ich will, dass du jetzt mehr Zeit für mich hast und deswegen solltest du das nacheinander machen. Weiß ich nicht, was, wisst ihr, wie ich meine? Das ist doch so ein Zwiespalt in sich, weil die Person, guck mal, ich bin ein Mensch, okay? Ich habe ja gerade gesagt, ich mache relativ viel. Vor allem, was halt das mit der Schule etc. angeht. So jeder Mensch eigentlich braucht halt einfach seine Auszeiten. Es ist einfach so. Kein Mensch kann durchgehend, also wirklich durchgehend, 7 Tage die Woche im Stress sein und machen und tun, ohne dass auf Dauer sein Kopf kaputt geht. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Wenn du durchgehend Dinge machst, wo du versuchst, in deinem Leben weiterzukommen, wenn du es durchgehend machst, wenn du sagst, yo, ich verschiebe jetzt wieder das und das, weil ich eigentlich das eine machen will und das erstmal voranbringen will, obwohl ich gerade eigentlich auch mit meinen Freunden mal chillen könnte oder einfach mal ein bisschen zocken könnte oder weiß was ich, dann bin ich der festen Überzeugung, wirst du irgendwann richtig dadurch in den Arsch gehen, also wirklich richtig hart. Der menschliche Körper oder der Kopf, bin zumindest ich der Meinung, braucht immer eine kleine Auszeit. Du kannst den nicht durchgehend belasten, also wirklich durchgehend, ohne dass er irgendwie sagt, yo, Digga, jetzt ist kurz mal hier vorbei, ich brauche mal hier meine Zeit, wisst ihr, wie ich meine? Ich hatte mal in der Klasse so einen Stressbewältigungskurs, weil scheinbar 10 Klässler nicht mit dem Prüfungsdruck klarkommen und damit, dass sie eine Ausbildung finden müssen und so. Ich weiß nicht, wie sowas sein kann, Alter. Also zumindest ich komme damit super mäßig klar, Alter, ist übel entspannt. Nur halt andere scheinbar nicht. Und da hat die nette Dame, die vorne stand, gesagt, yo, Stress ist das, was den logischen Menschenverstand zerstört, weil kein Körper von der Evolution her darauf gebaut ist, dass ihr durchgehend Stress habt, dass ihr durchgehend irgendwie dieses Gefühl von Stress habt. Dazu möchte ich erwähnen, wenn es Menschen in eurem Umfeld gibt, die dann sagen, yo, mach das schneller, Digga, ich will, dass du Zeit mit mir verbringst, dann geht dieses Stresslevel natürlich noch höher. Und früher sind wir zum Beispiel vom Stress her einfach nur, keine Ahnung, wir lagen in der Höhle und dann ist irgendjemand gekommen, der uns auffressen wollte und wir sind weggerannt. So, dann hatten wir Stress, aber halt nicht den ganzen Tag über. Und das ist halt heute einfach das Problem, dass halt viele den Stress durchgehend haben, den sie dort in der Evolution hatten. Und deswegen geht der Kopf da bei vielen, denke ich, echt flöten. Aber bevor ich jetzt weiter rumrede, eigentlich das Grundprinzip, was ich versuche zu sagen, wenn ihr irgendeinen Kumpel habt oder so, der jetzt sagt, yo, Digga, ich habe heute wieder keine Zeit, sorry, und das halt 4-mal passiert oder öfter passiert, dann fragt ihn so, was er macht, lasst ihm zeigen, lasst ihn von ihm erklären, was er macht. Das kommt viel besser, als wenn ihr da sitzt und sagt, yo, Digga, fick dich, du hast die Zeit für mich, du verbringst keine Zeit mehr mit mir, was ist denn da los, willst du Kontakt abbrechen oder wie, was, wisst ihr, wie ich meine, oder sauer seid oder was weiß ich, Alter. Das ist einfach mit dann das Dümmste, was ihr machen könntet, vor allem als Kumpel, Leute, das ist halt einfach, ich würde es fast asozial nennen, Alter. Also ich finde, als guter Freund hat man einfach seinem Kumpel Zeit zu geben,
die er braucht, für was auch immer er macht, von mir aus, egal was er macht. Aber wenn er sagt, yo, Digga, ich kann nicht, dann sollte es auf Verständnis treffen und auch wenn es öfter passiert auch, weil heutzutage geht halt viel. Es dreht sich eigentlich alles um Geld, oder? Jeder will Geld. Alles will Geld. Jeder will irgendwie am Ende des Lebens mit 60 seine Rente nicht bekommen, sondern will vielleicht selber ausgesorgt haben und ganz entspannt irgendwo einen nicen Sitz haben, mit seiner Frau entspannt. Und dafür will man halt im Leben einfach was machen. So, mein Ziel ist es zum Beispiel, das hatte ich auch schon, ich habe das ganz vielen Zuschauern auch geschrieben, weil viele halt immer nach Discord oder TS fragen. Mein Ziel ist es zum Beispiel, dass ich später irgendwie mit dem, was ich mache, Menschen bewegen will, wisst ihr? Menschen bewegen will, dass sie irgendwas in ihrem Leben jetzt mal erreichen, dass sie ihren Arsch hochbekommen und nicht nur dumm ihr Leben vor sich hin leben, obwohl sie eigentlich gar nicht checken, was sie in der Hand haben. Sie können, also wirklich jeder kann einfach mit dem, was er macht, die Welt verändern. Und das ist einfach so. Und ich glaube, viele Menschen versuchen es halt gar nicht erst, weil sie gar nicht die Hoffnung da drin finden. Obwohl es halt einfach vor allem in der heutigen Zeit, ich würde fast sagen, so einfach ist. Einfach ist es nie. Aber es ist definitiv einfacher, viele Menschen, eine riesige Menschenmasse zu erreichen, als es früher war, oder? Ich meine, es gibt so viel auf der Welt, was halt einfach so scheiße läuft und wo so viele einfach nicht drauf aufmerksam machen, wo gefühlt niemand drauf aufmerksam macht, obwohl es eigentlich so ein riesiger Punkt dieser Gesellschaft ist. Keine Ahnung, mit Glück ist genau einer von den Zuschauern, die jetzt hier zuschauen, von meinen 200 Leuten, genau der eine, der halt am Ende seines Lebens irgendwas geändert hat, wisst ihr, wie ich meine? Ich wünsche euch viel Spaß mit der Timeless. Wir werden jetzt hier einmal alles in Steigerkisten räumen, werden die zu Villagern bringen, werden dann mit Villagern traden. Das wird wieder ein ganz heftiges, hartes Ding, Alter. Und am Ende sehen wir uns hoffentlich mit ein paar Doppelkisten Emerald wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Es sind jetzt 2 Stunden, 24 Minuten vergangen. 2 Farmen haben wir jetzt schon weniger und trotz dessen sind noch 1, 2, 3, 4 Farmen übrig, wo wir noch eine ganze, ganze Menge an Sticks rausholen können. Ich habe jetzt hier das Inventar voller Stock-Schalgerkisten und hier sind auch alles voll noch mit Stöckern. Hier ist alles voll mit Stöckern, Alter. Es ist unfassbar krank. Ich bin echt gespannt, was wir da jetzt an Emeralds rausholen können. Ich nehme die Schalker jetzt einfach mit rüber. Dort werden wir auch direkt das Ding craften, was wir brauchen für diesen Villager, der halt die Sticks tradet. Und am Ende wird es ganz interessant. Wir haben hier eine ganze Menge Villager. Das lag am Ausheben unten. Dadurch werden hier die Chunks geladen und die Villager werden auch dadurch weiter oder werden vermehrt. Ich denke mal pro Schalkerkiste so, keine Ahnung, 2 Stacks Emeralds. Und das halt, ja, dann hier aufgeteilt. Das wird echt ganz interessant. Wir sehen uns auch, Alter, ich bin gerade richtig durch. Ich habe die ganze Zeit jetzt auf den Bildschirm geguckt und nur die Sticks vercraftet. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Oder, ja, wir, ja, viel Spaß mit der Tanz. I'm sipping on you like some fun wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. Traded my truth for some robbers, and he's playing Batman. Fatty's gonna rob him. Yeah. I got the Glock in my robbery. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my robbery. 17 shots, no 38. Yeah, she's fine. Wondering will she be mine? Walk past, I press rewind. See that ass one more time. And I got this soda. Remy boys. I'm
about to bag it up, man. I like the way you work it. No diggity. I'm about to bag it up. Where you working on, no, no, no. I'm about to bag it up, bag it up. Es sind jetzt wieder um die 2 Stunden vergangen. Ich habe wieder meinen ganzen Abend hier gewastet, weil es auch schon wieder länger, viel, viel länger gedauert hat, als ich geplant habe. Allein das Umcraften von dem Bambus in die Sticks hat länger gedauert, als ich eigentlich aufnehmen wollte heute. Und dann haben wir ja hier noch den Raum gebaut, haben die Villager hier einsortiert, haben das mit den Villagern drüben noch gemacht, haben jetzt noch mit denen getradet. War wieder eine gute Folge, wo wir viel geschafft haben. Ich zeige euch mal das Endergebnis. Und zwar ist fast eine komplette Doppelkiste an Emeralds rausgekommen. Ist schon eine gute Menge. Ich muss ehrlich sein, ich habe mehr erhofft. Wir hätten eigentlich auch fast doppelt so viel. Ich weiß nicht warum, aber irgendwann haben sich die Villager gedacht, yo, Convelation, ich hasse dich. Und jetzt sind sie alle auf 64 pro Emerald. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung, ob sich das wieder regelt. Kann ich mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da schlauer seid als ich. Ich hoffe aber, dass sie da wieder mal bessere Trades bekommen, weil durchgehend auf 64 traden will ich eigentlich nicht. Weil es ist halt so eine riesige Emerald-Einbuße. Und ich muss sagen, wir werden auch jetzt irgendwann im Laufe der Zeit die Farm unten abbauen, die Bambusfarm. Guck mal, wir haben im Prinzip, wir standen bestimmt 10 Stunden unten AFK für das Bambus, was wir dann bekommen haben, einfach nur fürs Dasein im Prinzip. Dann haben wir 2 Stunden bestimmt, 2,5 Stunden fürs Umcraften gebraucht und da haben wir im Prinzip das rausbekommen. Dafür, dass wir dann hier auch noch 1 Stunde mit denen getradet haben, heißt in 3 Stunden haben wir das hier rausbekommen. Und ich würde sagen, da gibt es definitiv so viele Items, die dir besseren Stuff geben. Allein, wenn ich 3 Stunden lang aktiv in der Nether-Farm stehen würde, in der XP-Farm, würden wir hier mehr rausbekommen, denke ich. Also um einiges mehr an Emeralds. Nichts zu ändern, haben wir jetzt so gemacht. Ich werde die letzten Bambus-Dinger wahrscheinlich dann hier auch noch definitiv vertraden. Und außerdem ist es ja auch immer gut, Stöcker, dass, wenn wir irgendwie eine Übermasse an Holz haben oder irgendwas, wir das hier auch traden können. Die Villager werden wir definitiv behalten. So, dann werden wir das hier alles mal direkt zu ein paar Blöcken craften. Leute, ich bin zufrieden mit dem heutigen Endergebnis. Wir haben ein bisschen was geschafft. Ich denke, es war eine kleine Fehlentscheidung, das alles über Bambus zu machen. Habe ich mir alles ein bisschen einfacher vorgestellt, aber daraus lernt man ja. In Zukunft werde ich definitiv nicht mehr Emeralds über Bambus traden, Alter. Das wird definitiv nicht mehr sein. Viel zu viel Zeitaufwand, den man dann hier reinsteckt. Aber ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einem entspannten neuen Video. Bis dann und ciao, meine Freunde.